Oh Mann. Oh, Pinball. Oh Gott. Warum? Was war der Sinn davon? Wieso gehen diese Kugeln kaputt? Was soll das? Oh Gott. Muss ich die einsammeln? Ich schätze mal, ja. Das ist schon eine interessante Mechanik, auch wenn es mir nicht gefällt. Ja. So wie es aussieht, passt das Spiel hier ein bisschen die Games sozusagen wie Pinball und dann das Spiel, wo du mit dem kleinen Schiffchen unten immer den Ball stoppen musst, damit er nicht wegfliegt und ein Kästchen kaputt machen musst. Ja, Breakout hieß das noch. Das weiß ich noch. Ja. Oh mein Gott, was ist das jetzt? Ach so, sollst du kaputt machen. Ja, okay. Das war der Bosskampf. Oh yeah. Dieses Buch muss das sein, was Calamity meinte. Hey, es ist das Skript für die nächste Episode. Oh nein, das Gebäude wird kaputt gehen. Ich muss hier rauskommen, sofort. Und deswegen gehen wir in das Gebäude rein. Weil das Sinn macht, oh Gott. Falscher Knopf. Ah. Oh Gott. Aua. Also mit dem Dashen habe ich mich immer noch nicht richtig angefreundet, muss ich zugeben. Sag ich ja. Ich will nicht wissen, wie lange das jetzt gedauert hat, bis ich das nächste Leben direkt verloren hatte. Oder das hier. Oh mein Gott. Das Schlimme daran ist, ich habe es aufgezeichnet, auf Video, und jeder wird sehen. Wir können ja, bevor wir die Episode hochladen, so einen kleinen Frage-Quiz machen. Was denkt ihr, wie lange hat der Kommentator gebraucht, bis er zwei Leben verloren hat, hintereinander? Könnte man natürlich machen. Aber ich würde die Frage dann formulieren, in dem sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall, dass der Kommentator überhaupt mal in irgendeinem Videospiel Leben verliert, wie lange denkt ihr, hat er gebraucht, um zwei direkt zu verlieren? Ja, so geht es auch. Ah, sehr schön. Ich lebe noch. Hat mich ja nur drei Leben gekostet. Ne, vier, oder? Vier? Jetzt habe ich sogar vergessen, wie viele es waren. Ich glaube vier. Egal. So, das letzte Minispiel für uns ist dann wahrscheinlich wieder irgendwas, was wir schon kennen. Na, na? Bloß nicht das Schwein. Oh mein Gott. Ernsthaft? Das nochmal? Ja, mein Gott. Das ist sowas, was ich nur im Fast-Forward ertrage. So. Jetzt könnte ich hier so toll die Musik einblenden, die, oh Gott, ich weiß nicht mal, wie die hieß. Die wird auch immer eingeblendet mit irgendwas so schnell. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das war schnell genug eigentlich. Was ist los? Space-Zeugs. Wir müssen den bösen Imperator besiegen und Prinzessin Babs retten. Warte mal eine Minute, Prinzessin Babs? Du meinst, ich muss dich nochmal retten? Das stimmt. Nun, dann beeile ich. Die Show fängt gleich an. Okay, Zeit für mich, gefangen zu werden. Na super. Ja, sie hat echt kein Lampenfieber. Soll so viel heißen wie... Sie ist Rampensau. Okay. Ich muss in dem Level nach links laufen, das ist ja schon mal neu. Aua. So, und da sind wir dann in einem Star Wars Kapitel angelangt. Hast du auch ein Lichtschwert? Natürlich nicht, aber dafür habe ich meinen treuen Jumpkick. Und Moment, ich ja, mindestens genauso viel wert. Wenn nicht sogar mehr. Ich bin zwar schon beinahe wieder tot, aber macht ja nichts. Ein extra Punkt kriege ich ja wieder hier. Frag mich, was die Typen können. Oh mein Gott. Wahrscheinlich genau so viel wie die anderen. Einfach auf dich drauflatschen. Manchmal hasse ich diesen Dash, ganz ehrlich. Wenn ich den einfach einsetze und dann irgendwo mich
rumdrehe, kommt das nicht gut. Und da bin ich auch schon wieder tot. Toll. Okay. Hey. Ein Müllwagen. Hm. Oh Mann. Irgendwann überlebe ich das ja auch nochmal ohne Schaden zu nehmen. Aber bis der Tag gekommen ist, bleiben wir beim Schaden. So, wieder diese Möhre da. Dann einfach wieder hier rüber. Ah, dämliche blöde Killerroboter hier. Okay, denkt, da konnte rutschen. Ob das jetzt so gut ist, ist natürlich eine andere Frage, aber er konnte es halt. Extra Leben und Möhren wieder voll, sehr schön. Und nur noch hier rüber. Ja gut, sie können wirklich nur rutschen. Können wir zwar auch. Und hier runter. Okay. Gut, von mir aus sind wir halt in dem Schiff. Und schießen einen Todeslaser, auch sehr... Okay, es ist kein Todeslaser, schade eigentlich. Es ist doch ein Todeslaser. Zumindest macht das die... Ach. Also wir können drin laufen, aber offiziell macht das Ding Dinge kaputt. Toll. Wahrscheinlich sind es so Gebäude, die anti-Licht sind und so. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber süße Todeslaser. Wir haben auch einen Todeslaser gehabt. Nur auf einmal ist er weg. Weil nur die coolen Jungs Todeslaser haben dürfen oder sowas. Na, wo muss ich hin? Au. Achso, da unten war noch eine Plattform. Ja gut, von mir aus. Jetzt bin ich da reingerannt. Meine Schuld. Das ist unfair. Ich habe keine Ahnung, wo hier eine Plattform ist. Danke. Ja. Volle Gesundheit war aber toll. Und da unten ist der Ausgang. Schön. Noch leben wir. Okay. Erinnert mich so ein bisschen am Portal. Hab ich nie gespielt. Ich hab's einmal gespielt und hatte irgendwo einen Moment, wo ich das Spiel am liebsten in die Tonne gekloppt hätte. Ich hab ja so schon Probleme mit dem Dashen, aber dann noch in Kopf über. Funktioniert nicht unbedingt gut. Okay, ein Bumper. Wirst du dich jetzt da reinwerfen? Oh Gott, nö. So. Damit ist dieser Typ auch tot. Hardcores. Ja, wir gehen den harten Weg. Okay. Habe ich gesagt, wir gehen den harten Weg? Oh mein ja. Gott. Der harte Weg ist ziemlich hart. Also... Ich meine, ich kann es jetzt noch ein paar Mal versuchen, aber das wird nicht gut funktionieren. Befürchte ich. Ja, okay, also ich verstehe zumindest, was ich machen muss. Gut, gut. Das wird schon hinhauen. Allerdings bräuchte ich dann auch mal die richtigen Schalter, also die, wofür ich dann ein bisschen Ausdauer bekomme. Sonst falle ich da trotzdem runter. Na toll. Riesige Sterne, die ich nicht mal aufsammeln kann. Schön. Ja, ja. Nein. Ach, verdammt nochmal. Nein!
Oh, oh. Das hat aber ziemlich lange gedauert, bis wir unten angekommen sind. Immerhin. Habe ich wenigstens irgendwas richtig gemacht. Erinnert mich ein bisschen an Icy Tower. Ja, in dem Sinne, dass man nicht nach unten fallen darf. Aber es hatte keine Todesfallen, oder? Nö. Aber ja. Ich glaube, es hatte Gegner. Hatte es keine Gegner? Nein. Ich glaube, es hatte keine Gegner. Also, ich kann mich an keine Gegner erinnern. Nein. Ich schaff das schon nochmal irgendwann da hoch. Eines schönen Tages sind wir dann da oben und... Ja. Wir genießen die Zeit und lachen über alles. Oh Gott, leck. Leck war nicht gut, oh Gott. Aha! Geht's doch. Yeah. Yay, nur Zone mit Todesrobotern. Sehr schön. Kann man das denn schön machen hier? Uah. Okay. Riesenhirne. Angriff der Riesenhirne. Okay, hier kann ich durch. Ist die Ente nicht immer die, wo irgendwie so dumm ist? Und, oder so tut? Ich glaube schon. Na toll. Jetzt bin ich für so einen komischen Kristalldodo da hingelaufen und hab dabei wieder Schaden gefressen. Das ist ja typisch. Okay. Todesmurmeln. Killerroboter. Todesgehirne. Okay. Ich denke, wir haben alles gesehen. Ja, da ist alles dabei. All in und so. All inclusive. All inclusive. Buchen Sie jetzt die Tour des Todes. Okay. Ja, okay. Also, der war jetzt fies. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich unbedingt gedacht habe, wird schon passen, wenn ich da jetzt mich da hinstelle und da versuche durchzukommen. Oh, naja. Jetzt, wo wir den Weg kennen und die Todesfallen, sollte es ja eigentlich machbar sein. Eigentlich. Ob wir dann keine Leichtsinnsfehler machen, ist dann wieder die andere Frage. Todesflummi, geh weg. Danke. So. Und hier rüber und da rüber und mehr. Ich wollte jetzt sagen Todesstern, aber das wäre in dem Star Wars Universum hier ein bisschen komisch. Oh Mann. Fast. Merke, Backflips sind auch verboten. Bloß kein Somersault machen. Es endet nur böse. Am besten einfach nur die Leiter ganz langsam runterkrabbeln. Jetzt müssen wir nur noch bei jedem Kick, den du machst, so ein Laserschwertgeräusch reinmachen. Wong. Das wäre krank. Das wäre krank. Das erinnert mich aber an ein LP, was ich mal gesehen habe. Da konnte man, weil es auf dem PC war und alles einzeln installiert wurde, auch die Sounds von Pistolen, da hat jemand dann zum Beispiel den Sound von Mega Man reingemacht und alles andere, was ihm so in die Rübe kam. War ganz unterhaltsam. Ja. Hört sich sehr witzig an. Ja, wenn du dir das vorstellst, du bist am Schießen und auf einmal machst du immer nur den Megabuster-Sound. Hat schon was. Ach, ich kann die blöden Kugeln auch treffen, oder? Ah, toll. Sag mir das doch einer. Ja, dann sind die Kugeln gut. Ja, das macht Sinn. So, und hier sind wir beim letzten Boss des Spiels. Yeah. Megatron und so. Hahaha, gutes Häschen. Du bist stärker, als ich gedacht habe. Oh, Ritter der Ehre. Hey, wo ist Prinzessin Babs? Ich gebe sie zurück, wenn du mich besiegen kannst. Versuch's einfach und nimm meine Paralysepistole, okay? Ich warne dich. Unterschätze nicht meine Kräfte. Ja, das ist die Paralysepistole. Im Prinzip ist es ein relativ einfacher Kampf, wenn ich sie nicht vollends vermassele. Wir müssen ihn treten und müssen dann dafür sorgen, dass er in den eigenen Strahl gerät. Kennt man ja irgendwie.
Oh Gott. Aua. Gut, dass ich noch 5 Leben habe. Kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. Ich wollte schon sagen, kann ich dadurch eigentlich sterben? Aber nein, kann ich nicht. Kann ich auch nicht überspringen. Ich hasse es, wenn Spiele Cutscenes einbauen, die man nicht überspringen kann. Ist manchmal sogar sehr unterhaltsam. Dass man es nicht überspringen kann? Ja, also ich komme immer in die Verlegenheit, spätestens nach dem 3. oder 4. Mal die Cutscenes zu verarschen. Ja, das ist natürlich dann was anderes. Aber wenn ich manche Sachen aufnehmen muss und das doppelt und dreifach und dann alles sich wiederholt, dann ist blach. Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Ein Beispiel dafür wäre mein Tales of Vesperia zum Beispiel. Da muss ich gezwungen durch die Bosskämpfe manches doppelt und dreifach aufnehmen und das ist einfach nicht unterhaltsam dann für mich. So, er ist wieder getroffen worden, sehr schön. Aber wenn es so weitergeht, werde ich weiterhin vorher sterben. Wie schön. Ja, also 5 Leben haben wir noch. Die sollten wir ruhig ausnutzen. Sagen wir und in dem Moment stirbt er. Oh, schade. Kann ich die Pistole mitnehmen? Okay, nein. Danke. Schon okay, Spiel. Ich wollte die Pistole sowieso nicht haben. Schon mal vor, kommst du am nächsten Tag so mit der Pistole zur Schule. Ja, lieber nicht. Danke dir, Ritter der Ehre. Pasta Bunny, wie kann ich dir danken? Du bist wundervoll. Stark. Gut aussehend. Cool. Und der Größte. Ja, alles Sachen, die mich sehr gut beschreiben. Sie hat tollpatschig vergessen. Was? Nein, auf keinen Fall. Oh Gott, Knutscherei. Stopp, 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 stopp. Wie lange wird das noch so weitergehen? Oh mein Gott, was ein Schock. Lass uns aufräumen und nach Hause gehen. Oh, da hat der knallhart die ganze Romantik versagt, von Marcel. Ich glaube nicht, dass Buster überhaupt geknutscht werden wollte. Ja. Ja, das ist nicht das Ende. Das stimmt. Wieso? Ach so, ja. Das Typische also. Rollt sie. Rollt die Credits. Ja, das sind dann die Credits. Ich sag ja, ein kurzes Spiel. Aber sehr amüsant. Doch, ja. Ja, als Kind habe ich es gerne gespielt. Kann man sich ja irgendwie vorstellen. Als Kind spielt man ja so einiges gerne. Ich glaube, als Kind hätte ich sogar Ninja Gaiden gut gefunden. Aber das wäre dann sehr zum Leidwesen meiner Eltern gewesen. Naja. Ich habe als Kind mit meinem Vater immer Crash Bandicoot gespielt. Oh ja, das habe ich auch mal gespielt. Aber alleine. Durfte ich immer alle Level machen und sobald so ein Wegrennen-Level kam von einem Stein oder einem Ding Nashorn oder wie auch immer, durfte ich das mein Vater machen. Ich habe da immer so viel Schiss gehabt. Ja, das kenne ich. Bei manchen Sachen in Spielen hatte ich dann auch immer Angst. Da musste irgendwer dabei sein. Ja, ja. Mindestens Händchen halten, ansonsten geht das nicht. Sonst kann ich das nicht. Ja, so war das immer. Seltsam, wenn es jetzt immer noch so wäre. Nun gut. Die größte Schwäche eines jeden Zockers. Genau, die Angst als Kind. Oder man kann nur spielen als mit Händchen halten. Das, was da steht, werde ich sowieso nicht machen. Wir werden es nicht im Challenge-Mode machen. Danke sehr. Und damit verabschieden wir uns dann auch von euch, Leute. Das war Buster Bastlus Tiny Toons Adventure. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Irgendwelche abschließenden Worte? Ich mag das Spiel irgendwie. Also
Es war ziemlich toll, aber ich glaube, das Spiel ist immer so aufgebaut, dass sie irgendwie so Projekte planen mit Theater und so. Das ist immer ziemlich witzig bei denen, ja. Ja, dafür sind sie ja bekannt, dass es witzig sein soll. Genau. Gut, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja. Kannst überall Kommentare noch schreiben. Ich war dabei. Muss einfach nur schreiben, I was here. Ja, genau. Dann also passt das schon. Und so. Gut, gut. Wir sind dann weg, Leute. Adieu. Ciao.